Also vor der Stufe schon zentral klein werden und dann das Vorderrad ablassen. Hi liebe Leute, ich bin's mal wieder, Marc. Und ja, ein Fahrtechnik-Thema, was schon so sehr speziell ist. Es gibt viele Leute, die sich dann doch mit Fahrtechnik auseinandersetzen, über YouTube-Videos, über Magazinartikel oder über die Fahrtechniktrainer-Ausbildungen. Und zum Thema Steilstufen möchte ich euch jetzt mal zwei Varianten zeigen, die so gelehrt werden. Und dann wichtig zu sagen, es gibt nicht falsch oder richtig, aber dass man beides kennt und das ganz gut einordnen kann. Ich verlinke unten mal die Videos, die ich dazu gemacht habe, zu der Körper-Bike-Trennung. Das heißt, wenn man schön ausbalanciert auf beiden Pedalen steht und das Fahrrad kippt in eine sehr steile Passage, dann ändert sich der Winkel und man lässt das Rad so ein bisschen runter. Deswegen heißt das Körper-Bike-Trennung, weil das Fahrrad sich so ein bisschen von einem wegbewegt, man aber schön ausbalanciert zentral über dem Tretlager auf den Pedalen steht. Die eine Variante, die es so gibt, was gelehrt wird in Fahrtechnikkursen oder was beschrieben wird in Tutorials, ist es so, dass man sagt, bevor diese ganz steile Stelle kommt, in einem Trail oder hier in einer isolierten Situation, senkt man den Körperschwerpunkt ab, geht mit den beiden Armen tiefer, Gewicht schön auf den Beinen und wenn dann die Steilpassage kommt, lässt man das Rad ein bisschen runter, die Arme werden etwas gerader und dosiert Bremsen und der Sattel wandert dann unter einem so ein bisschen nach vorne. Genau, und das ist halt eine ganz gute Sache, funktioniert super. Und wenn man dann angekommen ist, kann man sich danach wieder aufrichten, entspannt stehen, in der sogenannten Grundposition, wenn man diese spezifischen Begriffe verwenden will. Aber, was seit ein paar Jahren auch gibt, ist die Variante, dass man sagt, man rollt auf die Stufe zu, lässt erstmal die Beine noch etwas gerader, also geht nicht mit den Beinen auch so tief, sondern erstmal nur die Arme beugen. Und dann, wenn das Vorderrad in die Steilheit absenkt, und das Hinterrad rollt nach, dass man dann über einen Hüftausgleich, also das Beugen der Beine, dann auch wieder schön zentral auf dem Rad bleiben kann. Ja, und das funktioniert auf jeden Fall auch. Und wenn man Leute sieht, die so in so eine Steilpassage reinfahren, dann merkt man, manche fahren schon vorher ein bisschen tiefer rein und manche bleiben wirklich sehr lang noch gerade stehen, machen das über den Hüftausgleich und auch hier bei Schultergelenk ein bisschen, da ist auch noch Weg drin. Und jetzt ist es aber so, da gibt es jetzt kein richtig und falsch. Und beides funktioniert gut mit der zentralen Position. Bei beiden Varianten wird man nicht zu weit nach hinten kommen. Das passiert nur Leute, die vorher schon so hinten hängen und dann mit runtergezogen werden. Und da ist es wirklich so, achtet darauf, ihr könnt ja mal beide Varianten probieren. Lasst euer Körpergewicht schön auf den Füßen, am vorderen Fuß bitte die Ferse schön hängend haben. Also, ich schon vorher eine zentrale Kieferhaltung und lasse dann mein Vorderrad ab. Die andere Variante ist, dass man die Beine erstmal gerade lässt, vorne schon tiefer geht und dann der Hüftausgleich auch den zentralen Stand bewahrt. Mir ist nur wichtig, achtet darauf, dass ihr nicht in diesem falsch richtig denken, weil beides funktioniert gut, beides hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man irgendwie weiter hinten hängen würde. Manche sagen ja auch, nee, ihr bleibt immer vorne mit dem Kind über den Vorbau. Wenn man das machen würde, dann würde man auch runtergezogen werden. Aber ob man jetzt über diesen Hüftausgleich arbeitet, also lange noch die Beine gerade lässt oder vorher schon in tiefere Haltung geht, das funktioniert beides und ist beides richtig und gut. Weil manche sagen, wenn man in die Tiefhaltung vorher geht, würde man zu weit nach hinten geworfen werden. Und das stimmt einfach nicht. Deswegen filmt euch mal, probiert beide Varianten und dann werdet ihr merken, funktioniert gut. Und wenn ihr so ein stufiges Gelände habt, Steilstufe, flach, dann wieder Steilstufe, dann werdet ihr eh eher in einer tieferen Haltung sein. So, liebe Leute, ich habe jetzt alles nochmal vorgefahren. Ich habe ja auch alles als Jugendlicher gelernt. Ich finde auch eher die Variante angenehmer, schon vor der steilen Stufe etwas tiefer zu gehen. Das fühlt sich für mich natürlicher an. Aber beides ist gut machbar. Und problematisch finde ich nur, wenn jemand sagt, das Einzige ist richtig, wenn man die Beine noch gerade lässt und den Hüftausgleich. Die andere Version mit zentral tief gehen funktioniert auch sehr gut.
Wir sehen uns im nächsten Video. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so macht. Und bis dann.